findet eine Kundgebung statt gegen den neuen Faschismus in der Ukraine und in anderen europäischen Ländern und eine Demonstration gegen die wachsende Kriegsgefahr. Sie haben vielleicht die Worte des ehemaligen SPD-Bundeskanzler Schmidt gestern gelesen. Er sagte nämlich, die EU ist größenwahnsinnig geworden mit ihrer Ausdehnungsstrategie und mit der EU und der Vereinnahmung der Ukraine und auch Georgiens zeigt die EU ihr wahres Gesicht als ein Empire, das sich immer weiter ausdehnen will. Und er warnt davor, Helmut Schmidt warnt davor, dass die Parallelen zwischen dem Vorhaben des Ersten Weltkriegs zu heute ganz, ganz deutlich sind. In anderen Ländern Europas jetzt versammeln und sagen, wir wollen keinen Krieg, wir wollen nie wieder eine Konfrontation von großen militärischen Mächten, die heute im Zeitalter der thermonuklearen, also Wasserstoffbomben, zur Auslöschung, zur potenziellen Auslöschung der Menschheit führen können. Die letzten Ereignisse in Odessa, dort waren die friedlichen, unbewaffneten Demonstranten ermordet. Sie wurden im Haus verbrannt. Manche von denen wurden erschossen. Es gibt offensichtliche Beweise dafür. Es gibt Videos. Es gibt alles. Nur wollen die westlichen Medien mit der Unterstützung der Amerika das Ganze überhaupt nicht dem Volk zur Kenntnis bringen. Genau deshalb wissen viele in Deutschland überhaupt nicht, was heute in der Ukraine passiert. Und dort heute kommt, beziehungsweise schon an die Macht gekommen, ist schon gekommen, der Neofaschismus. Dieser Neofaschismus ist überhaupt unverdeckt. Die Partei, die diesen Neofaschismus dort betreibt, heißt Svoboda. Diese Svoboda kommt als Teil in die Organisation namens Rechter Sektor. Dieser rechte Sektor sind Bestrafungskommandos, die heute im Südosten von Ukraine eingesetzt werden. Sie werden dort eingesetzt und benannt als ukrainische Armee. Aber das ist nicht die ukrainische Armee. Die ukrainische Armee steht dort ohne irgendwas zu tun, weil die ukrainische Armee meistens aus genau solchen russischsprachigen, russischstämmigen Menschen besteht, die gegen das eigene Volk nicht kämpfen wollen. Das Ziel der ganzen Kriege und Stellvertreterkriege der letzten Jahre und Jahrzehnte seit dem 11. September 2001 ist es letztendlich, einen Funken in die angespannte internationale strategische, aber auch finanzielle Lage hineinzuwerfen, bis das ganze Pulverfass explodiert. Der eigentliche Grund der zunehmenden Spannung weltweit liegt nämlich nicht in einer Forderung nach Menschenrechten, zum Beispiel in der Ukraine oder in Syrien, sondern an dem schon lange maroden und zusammenbrechenden Weltfinanzsystem. Die Intention der Büso ist es deshalb, das vollkommen marode Finanzsystem durch ein striktes Trennbankensystem international zu reformieren. Die Spekulation von der Produktivwirtschaft und von den Produktivinvestitionen zu trennen und eine stabile, neue, gerechte Weltwirtschaftsordnung aufzubauen.
Wir können innerhalb von unserer Nation die Kredite geben für Produktion, für Infrastruktur, für Ausbildung. Das kommt durch die Erhöhung der Produktivität in die Zukunft. Das ist immer wie eine Nation sich entwickeln kann. Im 21. Jahrhundert haben wir die Technologien, die eine Weltbevölkerung von 7 Milliarden Menschen überall auf diesem Globus vernünftig und nachhaltig versorgen kann. Informieren Sie sich, helfen Sie der Büse und werden Sie Mitglied werden Teil der Lösung. Im Januar letzten Jahres ließ Attali die Katze aus dem Sack. In einer Rede über die Euro-Krise sagte er, die Krise sei nicht nur vorhersehbar gewesen, man habe sie sogar bewusst geplant, um eine starke europäische Haushaltsföderation zu schaffen. Alle diejenigen, die wie ich das Privileg hatten, bei der Abfassung der ersten Version des Maastrichter Vertrages die Feder zu führen, taten alles, um sicherzustellen, dass ein Austritt unmöglich wäre. Wir haben einen Artikel, der einem Mitgliedstaat den Austritt erlaubt, absichtlich vergessen. Das war nicht sehr demokratisch, doch es war eine große Garantie dafür, die Dinge schwieriger zu machen, damit wir gezwungen wären, weiter voranzuschreiten. Giuliano Amato, ehemals Vizepräsident des sogenannten Europäischen Konvents, der die europäische Verfassung ausarbeitete, gab in einem Interview einen Einblick darin, auf welchem Gedankengut die EU in ihrer heutigen Form ruht. Die europäische Verfassung, wir erinnern uns, wurde in freien Wahlen sowohl in Frankreich als auch in Holland abgelehnt. Man wollte nun die Zustimmung des Volkes umgehen, also wurde der Vertrag von Lissabon geschaffen, über den nicht mehr die Bevölkerung, sondern nur noch die Parlamente abstimmen durften, außer in Irland. Aber die Iren ließ man so lange abstimmen, bis sie, aus der Sicht der Amatos und Attalis, die richtige Entscheidung trafen. In einem Interview mit La Stampa am 12. Juli 2000 erklärte Amato: Deshalb ziehe ich es vor, langsam vorzugehen und die Souveränität Stück für Stück zu zerbrechen und dabei plötzliche Übergänge von den nationalen zu Befugnissen des Bundes zu vermeiden. Und erinnern wir uns auch, was der luxemburgische Premier und Finanzminister Jean-Claude Juncker, bisheriger Chef der sogenannten Euro-Gruppe der Finanzminister, bereits 1999 in einem Spiegel-Interview verriet. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Ein weiterer sehr wichtiger Wegbereiter der heutigen EU ist Robert Cooper, inzwischen Top-Berater von Lady Catherine Ashton, der sogenannten Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik. Einigen Zuschauern wird Coopers Ideologie schon bekannt sein, denn er war hochrangiger Berater für Großbritanniens Ex-Premier Tony Blair. Für die Politik der präventiven Kriegsführung, die Blair mit Hilfe gefälschter Gefahrenmeldungen 2003 gegen Irak einsetzte und die jetzt gegen Syrien und Iran angewandt wird, hat Cooper eine Vorreiterrolle gespielt. Cooper schreibt in seinem Buch, für das er 2004 mit dem Orwell-Preis geehrt wurde, welche Gestalt und welchen Zweck die EU heute haben soll. Die weitreichendste Form imperialer Ausdehnung ist die der Europäischen Union. Die postmoderne europäische Antwort auf Bedrohungen besteht darin, das System eines kooperativen Imperiums immer weiter auszudehnen. Beim Umgang mit der altmodischen Sorte von Staaten außerhalb der postmodernen Grenzen müssen sich die Europäer auf die raueren Methoden früherer Zeiten zurückbesinnen. Gewalt, präemptive Angriffe, Täuschung, was immer auch für diejenigen notwendig ist, die noch in der Welt des 19. Jahrhunderts gefangen sind, wo jeder Staat für sich existierte. Im Dschungel muss man sich an die Gesetze des Dschungels halten. Maßgebliche Autoren der heutigen Europäischen Union zeigen uns also, dass dem Euro ein imperiales und auf das Mittelalter ausgerichtetes Konstrukt zugrunde liegt. Ein Imperium, das sich immer weiter ausdehnt und die rückständigen Nationalstaaten mit raueren Methoden in die Knie zwingt. Das ist das alte Konzept der Geopolitik, aus dem alle Kriege der letzten Jahrhunderte hervorgingen.
Man wusste, dass der Euro von Anfang an nicht funktionieren würde, damit man später unter dem Vorwand des Notstands die gewählten Regierungen dazu zwingen könnte, der Machtergreifung der EU-Bürokratie und der Finanzoligarchie zuzustimmen. Nur wer die Geschichte nicht kennt, kann auf die Propaganda reinfallen, diese EU sei modern, demokratisch, friedlich.